Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Reaction, meine Freunde. Heute habe ich wieder einen eigenen Vorschlag und zwar Cedar, ja, die Band Cedar, ja. Ich weiß nicht, ob das so ausspricht, ich habe keinen Plan, wahrscheinlich habe ich es komplett falsch ausgesprochen, aber ihr könnt mich in den Kommentaren auf jeden Fall verbessern, wenn ihr möchtet. Der Song heißt Same Damn Life, also dasselbe verdammte Leben oder irgendwie so, dasselbe langweilige, immer das gleiche scheiß Leben, so wisst ihr, was ich meine? Genau so, in dem Sinne. Und ich habe eine kleine Hintergrundinfo zu dem Song, oder besser gesagt, erstmal will ich ganz kurz was sagen zu der Band. Ich kenne die Band, ich habe auch schon ein paar Songs gehört, ich habe den Song auch schon gehört, aber ich kenne halt die Musikvideos nicht. Außer eins kenne ich schon, ich weiß den Song aber gerade nicht mehr, aber eins kenne ich auf jeden Fall schon. Aber die Band ist sehr geil, hat einen ultra nicen Sound, habe ich erst vor kurzem entdeckt und anscheinend war der Sänger ja mal mit der Frau von Evanescence zusammen. Wie heißt sie nochmal? Hab den Namen vergessen. Amy Lee. Heißt sie Amy Lee? Kann es sein? Ja, ich habe keinen Plan. Auf jeden Fall, ja, wenn sie so heißt, dann anscheinend waren die mal zusammen, haben sich getrennt. Irgendwie sowas war da mal. Hab irgendwas mitbekommen. Ja, zu dem Song ganz kurz. Der Sänger, ich weiß seinen Namen nicht, keine Ahnung, wie er heißt, aber der ist einfach morgens ins Studio. Es war so anscheinend so 3 Uhr morgens oder keine Ahnung, keine Plan, ja. Und er hat einfach ein bisschen an der Gitarre gespielt und er fand den Sound dann so geil, dass er am nächsten Morgen nochmal ins Studio gekommen ist und den Song halt fertig geschrieben hat. Also es ging relativ schnell mit dem Song. Ich habe auch die Bedeutung von dem Song. Und zwar hat hier jemand geschrieben in dem englischen Forum: I think this song is about a guy being stuck in life, where he isn't able to change himself or his approach to itself. Even when he's really dissatisfied with it, he rather lying to himself about it than admit it and do something about it. Also es ist ein Mensch, der einfach verbittert ist, der einfach, bei dem nichts läuft im Leben, wisst ihr, aber er tut auch nichts dagegen, ja? Also er bleibt einfach stur, sozusagen, ja? Also so wie ich, ja. Nein, Spaß. Oder vielleicht auch doch. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist jetzt auch relativ egal. Wir starten einfach direkt, weil ich jetzt schon wieder viel zu viel gelabert habe, ja? Ich hoffe, ihr seht mich, wenn ich jetzt nämlich das Bild hier wegmache. Und wenn ich Vollbild mache, bin ich wieder ein bisschen dunkel, aber scheiß drauf. Es wird schon irgendwie klappen. Also, seid ihr bereit, meine Freunde? 3, 2, 1, go! Habe ich gute Lautstärke? Cedar Hills. Ein Altersheim. Sieht zumindest so aus. Hey everyone! I have got a fun surprise for you today. Some of the guys from the center have created a band and they are going to perform one of their songs for us today. So let's give them a warm welcome, alright? Yeah! Es juckt sie einfach nicht. Thank you. Ja, kein Problem. Sie freut sich einfach voll. Sie sind halt verkleidet, also das sind die Bandmitglieder, ja? Come smoke a cigarette and let your hair down. Then pray for the rain to go. Fett. Richtig nice. What the fuck? So geil. Look.
Reaction. Ja, jetzt freuen sie sich, jetzt freuen sie sich. Holy shit, Alter. Meine Freundin killt mich. Jetzt sind sie fertig. Fertig mit der Welt. I need a nap. I need a nap. Dann schlaf dich mal gut aus, mein Freund. Hast dir verdient. Nach diesem absolut... Ups. Geht direkt weiter. Nach diesem absolut geilen Video. Holy shit. Oh. Jetzt tut mein Kopf ein bisschen weh vom Headbang, ja? Ich habe leicht Kopfschmerzen. Super. Ja, ich habe im Video gesagt, meine Freundin killt mich, ja? Als die Frauen reingekommen sind. Ja, das. Aber sie sahen halt schon gut aus. Muss man halt sagen. Es geht halt nicht anders. Es ist halt einfach so. Sie sahen halt schon gut aus, ja? Und ja, da gingen die Opas ab, ja? Die Opas, Alter. Da, wo die Frauen reingekommen sind. Ey, das Video war so geil. Total lustig. Und das Song geht richtig ab. Es ist ein lustiger Song irgendwie. Wobei er eigentlich relativ ernst ist. Aber das Video war halt zu geil. Hat dann alles ins Lustige gezogen und ich fand's sehr cool. Also mir hat's richtig gut gefallen auf jeden Fall. Sowas braucht die Musikwelt. Sowas Abwechslungsreiches und Lustiges und Tolles und Geiles und Fetziges und das ging richtig ab, ja, richtig nice. Also man kann richtig gut dazu headbangen auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video, meine Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen und was haltet ihr vom Song? Fandet ihr es auch so nice? Ja, bis zum nächsten Video. Ciao! Ich wollte eigentlich schon wieder so machen. Aber ich komme nie an meine Kamera hin. Zu weit weg. Es tut mir leid, meine Freunde. Ich kann euch nicht berühren.